Hallo und ganz herzlich willkommen jetzt bei Daheim und Unterwegs. Bei uns ist heute viel Musik drin. Und was für welche? Und diesen Gesellen dürfen wir Ihnen gleich vorstellen. Das ist Bello Drum und er ist nur ein Mitglied. Es gibt noch mehrere, da spielt eine ganze Band zusammen. Die Figuren sehen so ähnlich aus und die werden Sie heute noch live hören. Ich mache den jetzt am besten mal aus. Genau, und den Dirigenten haben wir auch zu Gast. Und dann haben wir hier noch jemanden, die stört das alles gar nicht. Wir haben ihn ja versprochen, heute ist bei uns viel Musik drin. Gucken Sie mal, bei uns ist eine ganze Band zu Gast. Und das ist nicht irgendeine Band, wir dürfen Ihnen noch mal vorstellen. Diesen Kameraden haben Sie am Anfang der Sendung gesehen. Das ist Bello Drum, so heißt er wirklich. Dann haben wir hier Herr Schrammel. Ne? Aha. Und Geigela haben wir hier auch noch, das ist diese junge Dame. Und die können eigentlich nur Musik machen, wenn der Dirigent auch mit dabei ist. Oder sagen wir das vierte Bandmitglied. Ja, und das holen wir jetzt mal dazu, denn ohne Mensch geht's nicht bei dieser Automatenband. Wir begrüßen ganz herzlich Thomas Hecking hier bei uns. Jetzt können wir natürlich auch noch mal verraten, wie die Band heißt. Die Autophonen Unwesen sind das. Hallo, Herr Hecking. Grüße Sie. Hallo, Hallo Herr Hecking. Hallo, schön, dass Sie da sind. Dann gehen wir doch mal zu Ihren Bandmitgliedern. Wir gehen doch mal direkt zu Ihnen auf die Bühne. Herr Hecking, Sie sind Musikkabarettist, das kann man so sagen? Ja, aber nebenberuflich. Ja, und Sie hatten keine Lust, mit anderen Menschen zu musizieren, haben sich dann quasi diese Kameraden gebaut? Unabhängig gemacht, ja. Die haben immer Zeit, die sind immer gut gelaunt. Mhm. Und manchmal muss ich mit denen eine Frischzellenkur machen, dann kriegen die neue Monozellen. Und dann kann es losgehen. Also, ich dachte, dann kriegen die einen neuen Pelz oder so. Nein, dann wird irgendwie, das wird dann erneuert. Wie klingen die denn einzeln? Vielleicht, dass wir ganz kurz schon mal was hören. Ja, hier, Bello Drum. Von Bello Drum. Den haben wir zum Anfang gehört schon. Herr Hecking, wie kommt man auf die Idee, so den Schlagzeuger zu basteln, dass der mit den Ohren quasi trommelt? Ja, also am Anfang, muss mal über sein Seelenleben berichten. Also da steckt ein Akkuschrauber drin und da muss man ein bisschen fummeln. Nimmt man besser ein rohes Ei oder lieber einen Golfball? Und so habe ich mich dann so vorgetastet. Ja. Und jetzt, dann hat er natürlich noch einen Schnupperkurs im Trommeln besucht. Mhm. Und hat er seinen inneren Schweinehund überwunden und spielt mit mir. Also Sie sind dann auch schon so ein Tüftler in der Garage, so müssen wir uns das vorstellen, mit Werkzeug und dann... Ja, und einem Materialfundus, nur so geht's. Ja. Ja, also. Eigentlich sind Sie Kunsterzieher, können wir ja an der Stelle auch noch mal sagen. Das ist ein reines Hobby, aber Sie treten damit auf. Und Schrammel hat auch eine ganz besondere Rolle bei uns. Ja, Herr Schrammel, das ist schon so viel Zeit muss sein. Ja, Herr Schrammel, auch eine kurze Kostprobe. Ah ja. Und dann können Sie mit dem Fußpedal das Tempo verändern. Darf ich auch mal? Ja, ja, machen Sie ruhig. Das ist jetzt langsam? Nee, jetzt. Ja. Also, cool. Man muss nicht Musik studiert haben dafür. Ja, ja. Na gut, aber ein bisschen musikalisch, dafür sollte man schon sein. Die dritte im Bunde von Ihren autophonen Unwesen, das ist diese Dame, Geigela oder Geigela. 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 Sie kommt aus Irland, ist eigentlich eine Fee. Sie ist mir irgendwie zugeflogen dann irgendwann. Und konnte aber schon Geige spielen? Konnte sie, ja, ja, ja. Und aus was haben Sie die jetzt irgendwie zusammengebastelt? Ist das ein Kinderspielzeug? Ja. Das war mal irgendwie so eine bewegliche Puppe oder... Ein fliegendes Schwein. Fliegendes Schwein. Und da ist dann der Mechanismus drin, den Sie brauchten? Ja, ja, also hier innen drin ist ein Schwein versteckt. Und, das ist jetzt umfunktioniert worden. Und auch jetzt die hatten Innenleben. Wo ist das Schwein? Ja, hier hinten. Ja, das sieht man jetzt nicht man so Man sieht gut. Es nicht da so ist ja so überall der Pelz drüber. Wie klingt sie denn? Ja. Na? Und wackelt mit den Flügeln gleichzeitig. Genau, sie kann auch Flügel gleichzeitig. Ja. Super. Was sagen denn eigentlich so Ihre Familie und Freunde dazu, dass Sie sowas machen? Also die unterstützen mich. Meine Frau beim Discounter einkauft, kauft sich für mich Batterien mit. Meine Tochter hat mir ihren Flocati geliehen. Geliehen, nee. Und die andere Tochter, die braucht ihre Puppen nicht mehr. Da war ich schon mal ein Stück weiter. Also die haben auch Spaß dabei. Ja. Jetzt sind Sie mit dieser Band ja auch auf Tournee. Also wenn man das Band nennen kann. Wie ist das? Das ist doch anstrengend, weil die helfen ja gar nicht mit beim Aufbauen und beim Abbauen. Das muss man alles sehen. Das sagen sie. Das ist also wirklich auch ein schweres Schicksal. Da, nach jedem Auftritt habe ich ungefähr 3-4 Kilo abgenommen. Ja. Das ganze Auto ist voll. Und das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt. Die haben ja noch mindestens 10 Kollegen und Kolleginnen. Ja. Wie? Die Sie jetzt nicht mitgebracht haben, aber die bei Ihnen in der Garage stehen? Mhm. Wie heißen die denn? Das ist Ernst Blech, ist ein ganz berühmter Tastenposaunist. Im Entferntesten mit Ernst Bloch verwandt. Mhm. Ernst Blech, die Kakerlake Kalinka.
Dann noch die Trommel Chantal. Hier sehen wir das mal bei Ihnen in der Werkstatt, ne? Das ist Ihre Garage. Ach ja. 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 Trommel Chantal und? Ja, Trommel Chantal, wen habe ich denn noch vergessen? Die werden, aber spielen die denn dann auch alle gleichzeitig? Weil wir werden ja die gleich auch alle gleichzeitig mal hören. Die, spielen, die können auch als Orchester fungieren. Ja, das hat dann kleine rhythmische Unsauberheiten. Ja. Also ich führe die dann nacheinander vor und wenn es zum Äußersten kommt, dann machen die einfach, was sie wollen. Aber sie machen das dann so, dass sie das unterschiedlich durchmischen. Also zum Beispiel Bellodrum dann zusammen mit, hier haben sie noch eine Ziehharmonika. Genau, das ist meine Ziehharmonika. Und ach so. Wirklich klasse. Ja, und so haben Sie einzelne Stücke zu jedem Tier oder zu jedem Automaten. Nee, die sind Ihnen ans Herz gewachsen. Ne? Ja, das sind schon richtige Wesen für Sie. Ja, für mich sind es auch Unwesen. Aha. Mein Programm heißt auch Unscharfes zwischen Sinn und Wahn. Mhm. Aber unscharf ohne R. Aber leider der Setzer bei den in den Zeitungen, die machen dann immer noch ein R dazu. Die halten das nicht aus mit Sie der Unschaft. Sie haben ganz unterschiedliche Musikstücke. Und so wie Ihre Unwesen auch spezielle Namen haben, so heißen auch Ihre Musikstücke ganz unterschiedlich. Ja. Drei zeigen Sie uns. Wie heißen die? Vielleicht klären wir das jetzt noch mal vorweg. Also vorweg einmal, diese drei Stücke spiele ich auf einer Krücke. Okay. Ja, also, das ist immer besser. Wenn man kreativ. Kinder geben einem auch gern das Stichwort und sagen dann, was machst du denn schon wieder mit dem Flötenbein? Ja, ja. Und dann dachte okay. ich, Flötenbein, das ist doch ein... Und es funktioniert. Das haben Sie zugeklebt? Also das sind im Prinzip wirklich die vorgestanzten Löcher, die man benutzt, um Krücken rauf und runter zu machen, also lang und kürzer. Ein bisschen zugeklebt und weil das Stück eine maurische Miniatur ist, was ich zunächst spiele, habe ich das auch hier so ein bisschen abgeklebt, sodass... Die Harmonie so ein bisschen. Also jetzt werden wir sie quasi alle zusammen hören. Ja. Mit drei Stücken quasi in einem. So ist es. Okay. Sagen Sie vielleicht noch mal die Titel vorab. Das erste Stück heißt Mut zur Krücke. Ja, okay, liegt nah. Das zweite Stück, über sieben Krücken musst du gehen. Ja. Und das dritte, Todos mis añados, wem was Spanisch vorkommt, der hat recht. Das ist die spanische Antwort auf alle meine Entchen. Okay, gut, dann genug viel geredet. Spaß. Bitte schön, okay. Ihre Bühne. Thomas Hecking. Auf geht's. Ja. Dankeschön. Autophonen Unwesen, Herr Hecking, klasse. Aber Herr Hecking, jetzt habe ich gesehen, es haben so viele jetzt hier gelacht bei uns in der Wohnung. Wollen Sie ernst genommen werden oder dürfen wir ein bisschen lachen? Lachen, also wer nicht verrückt ist, ist nicht normal, ist meine Devise. Und
Natürlich, so ist es gemeint. Und Sie haben uns auch noch eine kleine Zugabe mitgebracht. Dieses Keyboard ist auch nicht normal, ne, wer da drauf spielt gleich. Ja, wir haben hier, ich habe hier noch zwei Gäste mitgebracht. Gast 1 ist Rambo. Rambo ist einmal ein bekannter Jazzsänger, aber er hat gerade einen Preis gewonnen im Pianospiel. Und er hat eine Freundin, das ist Samba, auch ein blonder Retriever. Und die spielen. Die spielen und knutschen und sie spielen dann jetzt auch gleich noch dazu. Ja. Kann man die auch andersrum machen? Kann ich auch so machen? So? Ja, aber dann wird's sehr schnell unanständig. Dann läuft der weg. Jetzt wird's arg jazzig. Jetzt kommt was Versöhnliches. Das ist Freestyle. Joya guckt auch schon. Guck mal, Joya. Das muss reichen. Ja. Okay. Da muss man erst mal drauf kommen, Herr Ecking. Ich sag's Ihnen ehrlich, auf sowas muss man kommen. Ja, das ist einfacher als gedacht. Ja, wunderbar, wir danken Ihnen sehr herzlich. Wo kann man Sie das nächste Mal sehen? Morgen im Maschinchen Buntes in Witten. Das ist eine Kulturinitiative für Leute mit Spaß an Kleinkunst und Musik. Und da habe ich den ganzen Abend vor mir und freue mich, wenn ich vielleicht auch ein paar von den Zuschauern dort begrüßen auf darf. Alle Fälle, wir bin ich mir ganz sicher. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns heute Ihre Band vorgestellt haben. Dankeschön, Thomas Hecking. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Wir haben jetzt... Genau, bleiben Sie noch bei uns. Ja, bleiben Sie noch ein bisschen auch bei uns, auf jeden Fall. Wir wollen Ihnen jetzt einen Mann vorstellen, der hat auch im weitesten Sinne irgendetwas mit Musik zu tun. Allerdings im echten Leben ist er eigentlich, Uhrmacher, ein ganz besonderer Uhrmacher. Er restauriert und repariert Kirchturmuhren.